Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Just Cause 3. Legen wir los. Ja, wir legen los und zwar in Costa Sud. Wir haben hier eine kleine Basis entdeckt. Wow, mit Düsenjets und so. Und hier wollen wir jetzt ein bisschen... Oh shit. Zieh den Fall. Autsch. Wenn da einer an diesen scheiß Flugabwehrgeschützen ist, da kannst du nichts machen. Die holen dich halt direkt runter. Guckt euch das an. Ich bin gerade eine Sekunde am Fallschirm. Schon schießt der. Den von hier unten halt auch nicht wirklich kaputt. Ah. Lass mich doch mal regenerieren. Munition ist alle. Oh shit, Munition ist alle, das ist nicht gut. Oh nein, nicht einsteigen! Nicht einsteigen! Es brennt! Oh, dieser Idiot! Ich konnte... die Animation nicht mehr verhindern, dass er einsteigt. Wie schnell das Ding wieder brannte, ey. Das ist ja instant wieder in die Luft geflogen. Das wird auf jeden Fall jetzt eine harte Nummer. Okay, wir starten direkt vor der Festung. Das ist schon mal gut. Die wollen mich hier wohl nicht. Ich glaube, ich hole mir mal einen Panzer oder sowas hier. Checken mit einem Flugzeug oder mit einem Heli brauche ich sie gar nicht versuchen. Seht ihr, was hier los ist? Keine Spaten da, ey. Volltreffer. Das Problem ist, dass sich da auch wieder Leute dran setzen. So, ich versuch's mal. Da ist schon wieder ein Flugabwehrgeschütz, was auf uns schießt. Wow. Und der piept noch nicht mal, so wie der Heli. Im Heli wird man wenigstens noch gewarnt, dass man gleich abgeschossen wird. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Und Vollgas. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Los, findet den Rebellen. Und bremsen. Er darf nicht entkommen. Und jetzt versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Kein Problem. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Luftunterstützung ist unterwegs. So ein Jet bin ich auch noch nicht oft geflogen. Hier zentral. Neuland für mich. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Wow. Macht auf jeden Fall gut Schaden. Vor allen Dingen mit den Lenkraketen. Oh,
Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Guck mal, da ist eine Ölbohrinsel. Nice, die versuche ich mal hier mit dem Heli zu holen. Mit dem. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Da sind doch bestimmt wieder einige. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Luftunterstützung ist unterwegs. Boah, jetzt fisch es rein. Gar nicht mitbekommen, was wir genau alles gekillt haben dort. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. Hochziehen. Oh. Und wieder abbremsen. Schick mir mal einen Helikopter. Oh, das war's. Aussteigen. Wir schicken Boote zu eurer Position. Ah. Okay, auftauchen. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt na? Sofort wiederherstellen. Willst du schwimmen? Okay, das, die Schwimmsteuerung war ja ein bisschen komisch. Muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Wow, wir haben... Ich habe 5 Sterne. Das hatte ich, glaube ich, noch nie... Sterbe. Boah, und tot. Meist gesucht auf Medici. Für 30 Sekunden habe ich es überlebt. Ah, cool. Ich werde direkt hier rausgelassen. Nice. Kann ja eigentlich nicht mehr so viel sein hier. Treibstofftanks werden es auf jeden Fall noch einige geben. Ah, machen auf jeden Fall ordentlich Schaden. Wow. Direkt wieder low. Das ist schon krass. Auf jeden Fall gar nicht so leicht das Spiel. Es ist nicht einfach nur draufzimmern und. Ja, einfach umballern, worauf man gerade Bock hat. Man muss schon echt aufpassen. So viel hält der gute Rico dann nämlich doch nicht aus. So, wollen wir mal schauen. Was haben wir denn noch? Da ist noch ein... Da sind noch 2. Und 1. Mit dem Benzin. So, ein Tank noch, schätze ich. Oh, was hier wieder los ist. Nochmal die Munition hier, Junge. Ja, den Heli kann ich eigentlich gut gebrauchen.
ich einsteige, werde ich doch bestimmt direkt abgeschossen, oder? Ja, runter. Nicht so tief. Jawohl. Aussteigen. Achtung. Jawohl. Plattforma Costa Sud 1. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Schick mir mal lieber ein Heli, damit ich hier an Land komme. Ich hab schon wieder 5 Sterne. Wow, du bist aber... Du bist ein bisschen irre, oder? Regenerieren. Und weg hier. Ich komme gar nicht weg hier. Ich werde direkt abgeschossen. Sick. Guck mal, der fällt sogar richtig... Sinkt richtig zu Boden, zum Meeresgrund. Guck mal, da schwimmt einer. Aha. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Ja, boah. Schick mir mal einen Heli. Hier zentral. Oh, ich muss hier weg. Boote zu eurer Position. Ah, weg, 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 weg. Nice. Mir ein Heli gesichert und bin entkommen. Fürs Erste zumindest. Entsendung von Elite-Einheiten autorisiert. Taktischer Eingreiftrupp nähert sich eurer Position. Sie wissen, was man über Typen sagt, die große Stadt. Oh, ich bin direkt kaputt. Was ist los? Was hat mich denn da jetzt abgeschossen mit einem Schuss? Vielleicht sollte ich mal wirklich den Fahndungsfaktor resetten. Das ist schon echt übel. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Aushalten. Ah, du wirst jetzt ausgeschaltet. Das ist gut erkannt, Junge. So. Ich würde nämlich hier den Heli gerne nutzen, um mal hier in Costa Sud ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Boah, es ruckelt. Wieder hardcore mäßig geschossen hier. Propagandaturm. Muss weg. Hier Zentrale. Alle Mann an Deck. Macht der Sache ein Ende. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. So, wo könnte ich noch hin jetzt? Ich muss erstmal wirklich das Fahndungslevel loswerden, sonst wird das echt heftig. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Eine Stadt nach der anderen. Mit dem Heli die Militärbasis anzugreifen, ich wiederhole. Helikopter wäre Quatsch. Weil die einen direkt entdecken und runterholen. Jetzt muss ich mal gerade hier auf der Karte gucken, wo noch was sein könnte. Hier die Stadt. Ja, da gibt's noch einiges zu zerstören. Das habe ich jetzt im schnellen Durchlauf gar nicht gesehen. Das wäre Quatsch. Wie viel ist denn hier noch zu holen? Noch 2 sind unentdeckt, okay. Dann wird das hier wahrscheinlich eine sein und das. Hier Zentrale. Setze ich da mal einen Wegpunkt hin. Immer noch da draußen. Findet ihn. Fliegen wir da gerade mal hin, mal gucken, was das ist. Ich hoffe, dass unser Fahndungslevel bis dahin mal sinkt. Achtung! Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Mann, entkommen! Zielperson ist entkommen.
Halte die Augen auf. 4 Minuten und eine Sekunde waren wir auf dem höchsten Fahndungsrang. Okay, da fliegt auch schon ein Heli. Das ist meistens, ja, ist meistens ein Zeichen dafür, dass hier eine Basis ist. Und die haben sogar Luftabwehr. Das ging schnell, Guardia Costa Suit 1. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Das stimmt. Ich bin trotzdem im Visier der Obrigkeit. Obwohl der Posten befreit ist. Finde ich ein bisschen komisch. Okay, dafür ist das. Guck mal, da steht ein. Auch ein krasser Heli. Aber keine Station. Wo könnte denn noch was sein? Lass mich mal kurz auf der Karte schauen. Hier könnte noch was sein, dann werden wir da mal hinfliegen. Das ist ein ganz kleines Dörfchen. Bin ich mal gespannt. Sieht nicht so aus, als ob da Propaganda-Instrumente wären. Nee, das ist nur eine Ruine. Dann sind hier scheinbar nur relativ kleine Dinger. Hier könnte noch eins sein und hier ist halt so ein Kloster noch. Bei den Klostern kann man, glaube ich, irgendwie sein Fahndungslevel zurücksetzen oder auf jeden Fall kann man da irgendwas tun. Ich habe ein Fahrzeug für dich markiert. Da drin sitzt ein VIP der Armee. Wie wäre es, wenn sie es nicht zu ihrem Ziel schaffen? Ach, machen wir das mal. Ist ja kein Ding. Nur nicht, dass das einem irgendwas bringt. Also das ist einfach nur ein bisschen Beschäftigung für den Spieler. Ich glaube, dadurch wird einem nichts freigeschaltet oder irgendwas derartiges. Es ist noch grau. Manche Kloster sind auch blau. Man muss die wohl irgendwie dann freischalten. Dann bringen die einem was. Was sie einem jetzt so bringen, weiß ich nicht. Und wie man das macht, weiß ich auch nicht. Okay, das ist die falsche Provinz, da wollen wir nicht hin. Hier könnte höchstens noch was sein, aber puh. Schwierig ist wieder so ein bisschen. Ich bin jetzt schon wieder im Visier der Obrigkeit. Das heißt doch eigentlich das, was in der Nähe ist, oder? Das ist, glaube ich, doch die Militärbasis. Ah, hier sind auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine kleine Basis hier. Und die haben auch wieder Flugabwehr, ich sehe es schon. So, jetzt sehe ich schon nichts mehr. War es das schon? Hm.
vielleicht da doch, der Trafo, ist das ein Trafo? Jawohl, Guardia Costa Sud 2. Was so ein Feuerchen. Und jetzt haben wir ja nur noch die beiden hier. Genau, dann fliegen wir jetzt mal hier nach Perla Est. Da können wir mit unserem Heli vielleicht noch was ausrichten. Hier in der Militärstation. Glaube ich, da kann man mit dem Heli nicht viel machen. Da werden wir uns so irgendwie wieder durchfuchsen müssen. Guck mal, hier ist so eine fette Rampe. Fetten Stunt mitmachen. Oh, hier ist noch so viel zu zerstören. Ich sehe aber gar nicht so viel. Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Satellitenschüssel habe ich. Propaganda-Auto noch. Dann ein Plakat. Bin schon wieder am Qualmen. Ah, da ist noch ein Lautsprecher. Hier auf der Seite ist aber kein Plakat. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Ja gut, Leute. Um diese Provinz hier werden wir uns in der nächsten Episode mal kümmern. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir das sogar in der nächsten Episode. Hier die letzten beiden Siedlungen, beziehungsweise diese Siedlung und die Militärbasis zu zerstören, beziehungsweise zu befreien. Also schaut wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Silent. Hier.